Nee. Ja, ist nach Polania. Ja, Polania. Hinten. Die Polizeistation? Ja. Okay. Die ist ja jetzt schon wieder unter uns. Nee, passt. Jetzt. Oh, da fliegen ein paar hin. Ja, da. Wo wollen die denn alle raus hier? Polizeistation. Und hier die Dingens hier vorne, die Straßensperre wahrscheinlich. Voll viele da hinten in der Todesgrube. Es ist halt wirklich so, wenn da oben jemand irgendwie eine Waffe hat, du kommst ja nicht raus. Ja, das bist du hier. Ja, ich lande direkt auf dem Dach, wenn ich Glück hab. Über uns, der wäre noch viel weiter nach Norden. Ich wollte hier die Dingens machen. Die Straßensperre. Bin auf der Polizeistation direkt auf dem Dach gelandet. Sehr gut, ich komme gleich nach. Ich sehe noch einen, der hier in der Umgebung ist, aber nicht mal direkt in der Stadt, sondern einfach nur in der Umgebung. Bullshit. Wow. Ich komme zu dir. Hier steht ein Buggy davor, falls wir ihn brauchen. Ja. Es leckt wie Scheiße. Es geht bei mir eigentlich gerade. Das Aufheben leckt. Ja, keine Ahnung, eine halbe Sekunde Maximum, mehr nicht. Also das geht für die Verhältnisse von anderen Servern, sag ich mal so, ne? Ich bin im ersten, im zweiten Stock. Ja, oh, hier ist ein großes Medipack. Im Erdgeschoss, Auto. Fahrzeug. Weiß nicht, ob es wegfährt. Ne, hat hinter uns gehalten. Weil ich... Schade, dass es nicht reingeflogen ist. Aber der hat den Schock seines Lebens bekommen. Nicht nur er. Der ist da unten in der Garage. Okay. Also nicht zu mir rein, hier unten irgendwie hin direkt. Nee. Ist nur einer gewesen? Ja. Oben auf dem Dach liegen Pistolen, ansonsten habe ich leider noch nichts gefunden hier. Unten ist halt der Waffenraum oder was das ist. Ja, ich habe zwei Waffen. Ich habe nur eine blöde Schrotflinte, die doppelläufige. Ich habe leider nichts zum Einpacken. Ja, hier ist gerade nicht so gut, ey. Rucksack fehlt mir. Du bist immer noch da unten drinne. Ich werde den jetzt kaputt rushen. Achso, eine Schrotflinte. Ah, ich muss ja vorne raus, scheiße. Nee, hier ist doch ein Ausgang, da ist doch ein Ausgang, hier bei mir. Nee, da hinten ist nur ein Loch. Nee, hier ist kein Loch, da kommen wir nicht durch. So. Oh, da vorne laufen zwei übers Feld. Scheiß drauf. Sieh's nicht. Achso, doch, da sehe ich's. Wir laufen in die Stadt rein. Die haben sich unter Umständen nicht gesehen. Da kommst halt echt nicht über diese Scheißmauer drüber. Wo ist der Typ? Der ist bestimmt hier in die Villa rein. Ja, da ist er gerade rausgesprungen aus der Villa. Hinten bei mir? Nee, er läuft gerade vor mir weg. Läuft er da um die Häuserecke rum? Jetzt läuft er auf dich zu. Er ist abgebogen. Down. Also tot. Hoffentlich hat er was gelootet. Der hatte auf jeden Fall einen Rucksack dabei schon mal. Ja, den habe ich jetzt. Und eine Scar hat er. Das ist doch nice. Hier oben war kein Rucksack oder irgend sowas in der Richtung, oder?
Nee. Warte. Irgendwo muss noch ein Typi von dem sein, ne? War wieder ein Duo. Hier war doch ein Rucksack. Und sogar eine Weste. Der war aber irgendwie alleine. Ja, der war alleine unterwegs, das gebe ich dir recht, aber der hat zumindest sein Mate, das bin sicher noch gesteckt. Was wir hier sind. Bombing Area. Ja, ich gehe über die Straße. Holosites, besser als gar keins. Hier ist noch ein Rucksack, warum hast du die Rucksäcke nicht mitgenommen? Hey, ich hab einen Rucksack. Ach so. Level 1 Rucksack hatte ich. Ja, jetzt von ihm, ne? Nee, noch ich hab ein Auto von Osten. Genau da, wo der Typ auch angekommen ist, glaube ich. Oh, wir sind aber diesmal. Er hat genauso angehalten. Ja? Ja. Auch in der Garage. Fährt weiter. Fährt über die Straße weiter. Wenn er jetzt auf mich zufährt, dann schieße ich auf die, ne? Er fährt weiter auf der Straße, glaube ich. Er fährt nach Süden. In die Bombing Area rein. Er hat mich nicht gesehen, oder? Komm her. Ich bin auf dem Weg. Einen habe ich rausgeschossen. Boah. Das war der Fahrer. Fuck, wo ist es? Da bist du. Wo komme ich denn jetzt dahin? Fährt weiter? Hat er den Typ liegen lassen? Ja, der Typ ist tot. Achso, sehr gut. Hinter uns waren welche in der Stadt, ne? Ja. Und mit den Toten. Achso, du hast den Toten dort, okay. Ich habe keine Munition mehr für die. Wofür? M4, ich habe nur noch Schrotflintenmuni. Hier, nimm. Und AK. Danke. Ich hab dann halt nochmal 30 Schuss in einem 60. Hier ist AK, 60. AK habe ich genug. Ich habe selber nochmal irgendwie 90 okay, Schuss. Okay, weil die wollte ich mir für die Ska eventuell aufheben. Mach das doch. Da müssen wir eigentlich hin. Wir sind in der Zone, hast du gesagt, ne? Ja. Ja, wir können aber ein bisschen mehr nach Nordosten. Ich habe hier noch einen Red Dot, laufen, falls du brauchst. Ja, Red Dot ist holo. Da hinten ist noch ein Auto. Noch gerade angekommen oder was? Ist der. War der Buggy da gestanden? War das nicht der Typ, nicht der Buggy, mit dem der erst angekommen ist? Oder meinst du den hier vor der Polizeistation? Ja, der Buggy der stand dort, ja, der ist da gespawnt. Nee, okay. Der hier ist gespawnt, der da hinten, der gelbe, der ist neu. Ist der neu? Okay. Wir gehen jetzt da oben mit so einem Hochhaus rein. Die Türen offen. Wir könnten jetzt vorne den Leuten vorbeilaufen. Oh, hier ist eine Tür auf. Ja, hier sind mehrere Türen offen. Hier sind ja auch die zwei Leute vorhin hingerannt, die du über das Feld hast laufen sehen. Vorne ist die Tür aber auch auf. Ich höre Schritte rechts von mir hier. Entweder hier im Haus und eins weiter. Aber ich denke, bin hier in dem einen Haus. In der oberen Etage hier, das Haus direkt neben mir. Das sind wieder die leisen Schüsse, Mann, wo ich denke, das sind Schritte. Jetzt hier oben aufs Dach. Hier ist noch ein Helm, falls du noch keinen hast. Ich hab schon einen, Level 1. Hier oben ist noch ein Level 2 Tasche. Ja, die nee, ist hier. Level 1. Ah, dann brauchst du nicht. Okay, hier ist. Hier war jemand auf dem Dach. Ja, aber zwischendurch sind noch jede Menge Sachen offen. Hier ist vielleicht noch Scar, M4-Munition. Ja, kannst du mir mitbringen? Ja, mache ich. Moment. Ich
Scheiße, auf dem anderen Dach. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Hier oben. Im Nachbarhaus oder was? Was ist denn? Welche Richtung? Welche Himmelsrichtung? Okay, die Himmelsrichtung. Der hat die Tür entweder hinter sich zugezogen und der ist immer noch auf dem Dach drauf. Unten läuft einer. Ja. Der ist da drüben in das Haus rein. Unter uns läuft einer direkt vom Haus lang. Kommt der ins Haus? Hab da nichts gehört. Das sind zwei, die hier rumlaufen. Doch, ist im Haus. Der ist im Haus hier? Ich denke, ich habe Holzschritte gehört, ja. Ich komme jetzt die Treppe runter. Hört sich doch definitiv wie Holz an. Der ist tot. Da ist noch einer. Ja, ja. Du weißt nicht, was ich mache mit deiner Schrotflinte. Tutest du? Ja, Level 2 Helm. Der ist so gut wie durch. Behalt meinen Helm. 7-6er Munition, 5-5-6er Munition. Ich nehme sie mit. Ich nehme sie mit. Schrotflinten-Muni, wenn du noch welche hast. Hörst du? Nicht so laut, ich bin jetzt gesneakt. Der kommt. Der ist hier unten in den Raum rein. Zurück. Da ist er. Hab ihn. Nice. Nicht mal einen Hit abgekriegt. Nee. Hat der was Medizinisches? Ja. Medizinisch nicht, aber der hat Suppressor und alles mögliche hier. Na dann. Level 2 Helm, Level 2 Weste. Der hat wieder Munition für mich. Der hat eine AK mit Schuss. Medizinisch hat er leider nicht so viel. Medizinisch ist generell ein bisschen knapp, aber wir müssen übrigens laufen wieder. Ah, super. Aber nicht weit, nur aus der Stadt raus. Aber wir wissen ja, wo ein Fahrzeug steht. Das ist ja alles SMG, was der hat. Aber ein Level 2 Backpack hatte ich noch nicht. Und die AKM-Munition hast du auch schon geklaut. Frech. Die haben wir ordentlich auseinander gerupft. Jupp. Die Frage ist, laufen wir jetzt da? Fahren wir hier oben über den Berg nach Severy? Mal so Richtung Stalbar. Hier ist einer bei mir. Tot. Der ist instant umgefallen. Okay. Hat der was Medizinisches? Der hat Bandagen. Wow. Ich will dich nicht verunsichern, aber ich glaube, hier ist auch was. Was hier im Haus? Nee, das sind die Schüsse da hinten. Das ist echt immer manchmal nicht so häufig nicht auseinanderzuhalten. So gut. Bis jetzt Buggy fahren, ja? Ja. Aus der Stadt raus. Aus der Stadt raus und dann auf Severy vom Wasser aus zu. Oder ich fahre direkt an Strand. Okay. Los. Ah, sorry. Oh! Raus! Der ist down, aber da ist bestimmt noch einer in der Polizeistation. Ich guck gerade, wo er hinkriecht. Der ist fertig, der Typ. Der kriecht hinter dieses, in das Häuschen links direkt. Der kriecht ins Häuschen rein. Ja. Bei mir auch noch einer gestorben. Ist tot. Der ist auch der instant gestorben. Das könnte ein Mate gewesen sein. Das war der Mate. Der hat meine Sniper. Der hat ein First Aid Kit und ein Viroscope. Okay, dann. Nehme ich die Bandagen noch. Komm, jetzt aber. Jetzt aber. Also, ich habe schon 4 Kills und du hast doch auch irgendwie 2 oder 3. Ich habe 3. Ja, go. Ah, was eine Grunde, Alter.
Hat er dich erwischt? Ein bisschen, aber nicht viel. Bandage kann ich nicht drauf machen. Ich würde sonst eine Bandage benutzen, mehr nicht. Ich habe leider nichts zum drüberboosten über 75. Ja, ich würde hier rüberfahren. Und dann von Osten ran. Ja. Über den Berg. Ja, klingt ein bisschen so. Willst du das Auto wieder weiter mitnehmen noch, oder? Also du wolltest, denk dran, wir wollten mal ein bisschen weiter in die Mitte fahren, damit wir nicht wieder so weit rennen müssen, bescheuert. Ich wollte ans Wasser unten. An den See also, oder was? Nee, ans Meer. Ah, okay, aber gut. Und dann von da aus auf die Stadt zu. Dann mach das, ja, mach das. Aber mit dem das Fahrzeug trotzdem als Option offen lassen immer. Ja, wie halt nicht ganz am Rand direkt anhalten, sondern immer ein Stück weiter reinfahren. Muss ich ein bisschen umgucken. Und nicht flippen. Du kannst super von dem Auto hier runterschießen, nur. Ja, ich weiß. Ich habe ja auch vorhin kurz zurückgeschossen, bis du gesagt hast, raus. Da hatte ich schon zurückgeschossen an den Typen. Ich glaube, ich habe sogar getroffen. Ein, zwei Mal. Ich habe meine AK auch auf Auto. Ich habe noch die SCAR dann. Also ich... Ja, nicht das Auto flippen. Ich kann gut mit dem Auto. Mit dem hier kann ich super. Ja, das freut mich. Nicht so wie ich vorhin sagst. War aber auch eine fiese Kuhle, ey. Die Frage ist, hier unten ist noch ein Dorf. Fahren wir da vorbei und gehen direkt ans Wasser? Ich denke, du wolltest ins Wasser runter. Da ist ein Buggy, ein Jeep. Da ja, könnte ja jemand sein. Da ist auch auf jeden Fall jemand. Er könnte aber auch gespawnt sein. Aber es sieht so komisch hingefahren aus. Ich will ans Wasser, da haben wir niemanden... Aber wir haben auch nicht so viel Deckung. Da ist ein Airdrop vor uns, geradezu im Wasser gelandet oder fast am Wasser. Zumindest gerade gelandet? Ja, da habe ich gerade noch einen Fallschirm gesehen. Da siehst du den Rauch gerade aufsteigen. Fängt gerade an. Ja, das ist hier bei Severy, aber... Wollen wir da nicht irgendwie wenigstens hier in die Stadt rein oder so? Wir sind ziemlich am Arsch, wenn da jemand drin ist. Ja, aber wenigstens Deckung haben wäre ganz geil, oder? Da vorne ist ein Boot. Ist da ein Airdrop ran oder was? Deckung haben wir gerade durchs Wasser. Ja, aber links halt nicht, das meine ich. Nach Süden ist halt völlig ungedeckt drauf. Weißt du noch, wie wir geflogen sind? Hier außen am Rand ist relativ unwahrscheinlich, dass einer ist. Oh. Mach nicht das Auto kaputt. Bist du jetzt mit dem Boot da rausfahren? Hier ist jemand erschossen worden. So viel dazu. Da stand eine Kiste. Bei mir klingelt's jetzt. Ne, hier stehen drei Kisten oder so. Ich muss ganz kurz Tür aufmachen. Ich stell's mich hinten rein, kannst du... Ne, zwei Leute, los. Wir bleiben mal ganz kurz hier. Hat sich auch die beste Position dafür ausgesucht, ja. Fucking Airdrop findet doch keiner da draußen mehr. Sehen, wie ich hier runtergehe. Wir leben noch? Ja, wir leben noch. Ich suche gerade einen Airdrop. Aber ich sehe den gar nicht mehr. Keine Ahnung, ob den überhaupt jemand findet irgendwann mal. Er ist im Wasser. Ja, aber da musst du quasi hinschwimmen oder hinfahren und ich weiß nicht mehr, wo er ist. Jetzt find den mal. Oh, der Kreis ist enger geworden. Zu unserem Vorteil. Wollen wir das Haus da vor uns nehmen? Da, ich sehe den Airdrop doch. Was? Wo siehst du den? Warte. Bin ich doof? Geh weg, steig ein. Da ist noch einer vor uns jetzt am runterkommen. Ja, den scheiß ich. Ja, stimmt, der schwimmt da, aber ich hab ihn nicht gesehen. Steigst du aus oder ich? Kannst du raus aimen hier aus dem Boot? Ja, kann ich. Ich steig aus, weil ich habe nur eine Schrotflinte als Zootwaffe. Hoffentlich ist es was Gutes. Hä, der ist schon gelootet. The fuck? Taktik aber der sah... M4-Scope. Der sah... Und drunter liegt noch eine Waffe, hä? Ja, die hat jemand... wurde gelootet, okay. Da ist schon wieder mit dem Schiff wieder zurückgefahren. Dann war das ein Animationsbug irgendwie, weil wir den noch nicht in der Nähe waren, wo der angezeigt wurde. Das sind bestimmt die, da vorne gestorben sind. Hast du dir mal geguckt, was die drin hatten? Ja, ich habe kurz geguckt, aber da sah nichts so geiles aus. Wahrscheinlich wurde es mitgenommen, wenn da was war. Aber wir da bleiben waren... auf jeden Fall jetzt hier am Strand. Wir waren M16 und sowas. Hab ich einen Schuss gehört?
Hier können wir in der Deckung von dem Boot. Bist du dir sicher? Ja, wenn, dann werden wir vom, von der Stadt aus. Nicht lieber das Haus da direkt vor uns? Hä? Warte, warte, warte. Komm, ja, ich seh's. Problem ist, ne, wenn jetzt hier einer dachte, ich könnte uns einen Smog werfen. Einen habe ich down. Sehr schön. Aber die, ich habe keine Munition mehr für meine Waffe, ne? Was für eine Waffe? M4. Drop ich dir wieder da. Danke. Problem ist, versuch ich mal ein bisschen zu flankieren. Wir werden von oben jetzt beschossen. Hinter das Boot. Ich bin hinterm Buggy jetzt gleich. Das ist zumindest mein Versuch gewesen, die zu flankieren. Oh, jetzt habe ich einen. Jetzt bin ich am Boden. Unter Wasser. Oh, ich auch. Nice. Der hat mir einen Headshot gegeben. Wie auch immer das mit einem, wenn ich liege, mit einem Helm geht. Aber der hat mir einen Headshot gegeben. Oh. Deswegen, ich will nicht an dem blöden, ungedeckten Strand campen. Das ist doch doof. Ich habe bis jetzt, ja gut, ich habe bis jetzt halt häufig gesehen, dass die irgendwie am Wasser waren, ein Boot sich hingestellt haben als Deckung und dann von da aus gecampt haben. Und dafür hätte sie es wieder mit dem Boot. Wir hätten auch rausfahren können zu irgendeinem Stein und dann da campen. Aber wir hatten keinen Range Scope, ne? Ich nicht, nee. War trotzdem eine gute Runde. Ja, war eine lustige Runde, aber nee. Nicht auf der offenen Fläche hinstellen und warten. Nee.